Ja, unser Bandwagon war uns ein bisschen zu klein. Wir haben uns beschwert und haben jetzt einen neuen. Der sollte passen. Zeitblase. Ich lade jetzt gerade die dritte Folge hoch und wir reden gerade wahrscheinlich schon über die fünfte. Vielleicht ist es auch die sechste. Liebe Leute, wir sind hier gerade in New Orleans angekommen, in der Hauptstadt des Jazz. Und wir sind heute 11 Stunden gefahren. Eigentlich haben wir nichts gesehen außer unseren Bus. Aber es ist wieder mal geil hier und es ist ultra warm. Und ansonsten haben wir uns eigentlich ganz gut eingelebt inzwischen. Wir haben jetzt schon den Rhythmus der Tour drin. Und gestern waren wir bei Brian zu Hause, das ist ein Kumpel von I Set My Friends on Fire. Da fahren die irgendwie jedes Jahr hin und wir waren da zu Gast und konnten da den ganzen Day off ein bisschen verbringen. Und er war sehr gastfreundlich, also wirklich die Amis sind ultra gastfreundlich. Hat uns alles gezeigt, hat uns Pizza spendiert, wir sind mit ihm zusammen surfen gefahren an den Strand. Wir hatten einen super geilen Abend und jetzt geht's heute weiter. Show Nummer 12 ist das jetzt schon. Oh, they're tailing you. Get up. Speed up, Nico. I can. Dude, you want to hop on? I mean, I don't think I can. It's so much. We can't walk. My eggs, my eggs. Your balls. Not my balls. My legs, not my eggs. My legs are so tired. Yeah. Are we actually? So what happened here, Christoph? I have no idea. Do you know what happened? No, there's he's moving. Over? We might have got pulled over. He's leaving. So, he's leaving. Don't film right now then. Don't film right now then. He turned his lights off. We're good. Houston, wir haben ein Problem. Wir sind hier gerade im NASA Space Zentrum in Houston, wo früher die Mission Control war, von den berühmten ganzen NASA-Missionen. Und das ist richtig geil Ami-mäßig hier wieder. Die haben das richtig wie so einen Freizeitpark aufgezogen. Und mal gucken, wie das jetzt hier so ist. Ich fasse jetzt den Mond an. Der Kollege vor mir war schneller. Das ist der Mond. Und er fühlt sich gut an. Ich würde sagen, ja, gut. Hallo. 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 Wie? Hey, what's up, my friend? What's up? So,
Say hi to Mexico. Say hi to Germany. Germany. Yeah. Germany. Yeah. All right, but you don't like Hitler, right? No. No Hitler. No. All right. You want to buy the first one? Buy the very first copy of art! Ja, hier ist ja, wir sind jetzt an der Stelle in Dallas, wo John F. Kennedy damals erschossen wurde. Das war, glaube ich, genau hier. Ja, da wo das Kreuz ist oder was? Also, das war hier. Der Schütze soll ja von da geschossen haben. Ich wehre das jetzt einfach mal auf, weil das geht nicht. Da ist ein Baum im Weg, der kann da nicht durchgeschossen haben. Das war einfach, das ist alles eine Lüge. Guck, Baum, geht nicht. Ja, unser Generator macht irgendwie Krach. Wir können nicht mehr schlafen, weil der Auspuff, der klappert was. Und unser Tonmann ist da ein bisschen fit scheinbar. Meint, er kann das jetzt ganz leicht fixen, indem er da so ein bisschen Tape drum macht. Und dann gehen wir jetzt Tape kaufen. Nein, wir reparieren jetzt amerikanisch. Das ist fast so wie russisch. Check it out! Jo Leute, wir sind gerade in Abilene, Texas und heute ist Bergfest. Wir haben jetzt die Hälfte der Tour geschafft. Man merkt jetzt so langsam, es geht schon ans Eingemachte bei uns. So viele Shows und so viele Zeit auf engstem Raum, das ist schon nicht so einfach. Aber wir verlieren natürlich nicht den Spaß und die Shows sind immer noch super. Selbst hier in so einer kleinen, weiß ich nicht, kleinen Stadt mitten im Nirgendwo wird die Show, glaube ich, ganz geil. Danke für euer ganzes Feedback für unsere neuen Singles, eure Kommentare und das alles. Das ist super geil. Wir verfolgen das ja hier genauso, als ob wir zu Hause wären. Und es freut uns, dass die Singles so gut ankommen. Und ich wollte nochmal sagen, dass wir auf Deutschland-Tour kommen, beziehungsweise auf Europa-Tour. Also Europa-Tour, weil wir UK und Österreich noch dabei haben. Ja, und die ganzen Dates könnt ihr auf unserer Facebook-Seite auf jeden Fall sehen. Und wir blenden die auch mal am Ende des Blogs diesmal ein. Kommt auf jeden Fall vorbei, das wird richtig geil. Die Tickets gehen schon super gut weg. Und nicht, dass ihr dann zu spät seid und euch dann ärgert. So, und wir gehen jetzt zurück. Es ist jetzt um 8, eine Dreiviertelstunde ist Stage-Time. Und wird sicher eine geile Show.